Hallo, Raffi hier mit einem neuen Video. Ja, das wird eigentlich nur ein kurzes Video und vorweg, es kann jetzt so spoilern zu Film reinkommen. Ja, also ich wollte mal meine Meinung kundtun, was den Disney-Konzern betrifft. Also seit Disney Lucasfilm übernommen hat und noch Marvel und einiges anderes, hat die Qualität der Filme und Serien nachgelassen. Erst fährt Disney Star Wars an die Wand. Ja, Star Wars 7 kann ich ja noch was abgewinnen, weil Harrison Ford in seine Rolle als Han Solo zurückkehrt. Aber über 8 und 9, da möchte ich nicht so gerne reden. Dann hat die Qualität von Marvel deutlich nachgelassen, auch was so die Spezialeffekte-Abteilung anbelangt. Das ist nicht mehr so gut wie in Avengers Infinity War und Avengers Endgame zum Beispiel. Und jetzt mit dem fünften Indiana Jones Film fährt Disney noch Indiana Jones an die Wand. Ich schaue zwar jeden Film mit Harrison Ford, aber die weiblichen Charaktere in den Filmen, also die sind nur noch nervig. Besonders halt, ja, das sage ich sehr ungern, aber halt die Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge, die Patentochter von Indiana Jones spielt, also die ist in den Filmen einfach nur nervig, ne? Und ja, das sind so meine Gedanken zu Disney. Wie das jetzt ist, seit Disney Lucasfilm Marvel und Pixar und sowas alles übernommen hat und den Streamingdienst Disney Plus gestartet hat. Also ich schaue zwar Marvel-Serie noch auf Disney Plus, ne, aber auch nicht mehr jede Serie. Und ja, das Beste auf Disney Plus ist immer noch die Serie The Mandalorian. Aber die hat ab der dritten Staffel auch schon ein bisschen nachgelassen. Ja gut, das sind meine Gedanken zu Disney und das war's mit diesem Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.